In manchen Situationen ist es nötig, nicht nur an Paylakes oder an offenen Gewässern die Fische kurzzeitig zu hältern. Beispielsweise, wenn ihr eure Kameraausrüstung vorbereitet oder eure Abpackmatte herrichten wollt. Für diesen Zweck haben wir den Eldorado Carp Keeper entwickelt. Dieses Hälternetz ist ausgezeichnet zum einen im oberen Bereich durch eine Schaumstoffimplikation. Das bedeutet, dass diese Matte wirklich im Wasser schwimmt und der Fisch da ganz sicher drin steht und um sich herum einen Wasserkörper bildet. Also ist dieses Produkt für den Fisch, für die Schleimhaut des Fisches sehr, sehr schonend. Ihr habt im oberen Bereich auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils Tragegriffe, wo ihr den Fisch sicher mit aus dem Wasser heben könnt und könnt gleichzeitig auch den Fisch mit Langtragegriffen schultern. Wir haben, um den Fisch zu wiegen beispielsweise, im oberen Bereich zwei Ringe integriert. Diese Ringe sind ganz wichtig. Wenn ihr die Waage einhängt, ihr seht es jetzt schon, rutschen die automatisch in die Mitte. Die Matte ist immer gerade und so könnt ihr den Fisch ganz sicher und schonend wiegen. Das Wasser läuft aus diesem Hältersack sehr, sehr schnell ab, weil wir auf den Seiten jeweils, man sieht es hier sehr schön, und im unteren Bereich große stabile Netze verbaut haben. Das Wasser läuft innerhalb von 2-3 Sekunden sofort aus diesem Sack raus und der Fisch liegt ganz sicher in dieser Hältermatte drin. Indem ihr den Fisch anhebt, gibt es einen Anpressdruck. Das heißt, der Fisch ist dann wirklich durch dieses Material auch nochmal stabilisiert. Und dieses Material, das wir verbaut haben, ist ein 2100er PU. Das bedeutet also ganz, ganz fischschonend für die Schleimhaut, für den Fisch. Das ist ein tolles Produkt, wenn man den Fisch kurzzeitig hältern mag.